Guten Tag, mein Name ist Bormann. Ich bin vom Beruf Lehrer. Ich lebe in Berlin. Warum stehe ich hier und nicht woanders? Warum trage ich diese Kappe? Warum ist dieses Bild so komisch? Wissen Sie was? Ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Ich bin hier einfach am Spreeufer lang gegangen. Ich habe gedacht, jetzt muss ich mal etwas sagen. Nämlich, Sie haben ein Video verpasst. Wieso Sie ein Video verpasst haben sollen? Ganz einfach. Meine Produktionsrichtlinien haben sich geändert. Die Produktionsrichtlinien von Rübohr 123 sehen jetzt vor, dass die hochwertigeren Videos auf YouTube nicht mehr erscheinen. Ja? Hochwertigeren Videos? Ja, die investigativeren, die wertvolleren, die gehaltvolleren. Diejenigen Videos, die womöglich Ärger machen könnten auf YouTube, die erscheinen hier gar nicht erst. Das sind jetzt meine Produktionsrichtlinien. Weil zu einer Plattform und zu Medien und zu Produktionen gehören ja mal zwei. Ne? Derjenige, der die Plattform stellt und derjenige, der die Medien da reinstellt. Und ich bin der Medienproduzent. Ja? Und ich habe mir jetzt überlegt, YouTube kriegt nicht mehr alles. Ich muss mir hier keinen Ärger einfangen, den ich nicht verdient habe. Den ich nicht verdient habe? Ja, YouTube verdient schon lange ein paar Abmahnungen von ein paar guten Rechtsanwälten in Deutschland, weil sie sich gegen unsere deutschen Gesetze stellen, weil sie Dinge tun, die sie nicht tun dürfen, nach meiner Überzeugung. Aber warum soll ich mich denn mit so einem Scheiß beschäftigen, wenn es so viele Plattformen auf der Welt gibt, die so einen Blödsinn nicht machen? Ich bin IT-Lehrer. Ich bin Lehrer für moderne Medien. Ich bin natürlich auch Lehrer für Telegram. Ich bin Lehrer für BitChute. Ich bin Lehrer für Odyssey. Ich bin Lehrer für Telegram. Ich zeige jedem, wie diese Dinge funktionieren, damit sie sich nicht mit Medien Plattformen beschäftigen müssen, die unsere deutschen Gesetze mit Füßen treten. Jawohl. Und deswegen haben sie ein Video hier verpasst. Ja, aber sie wissen ja, wo sie die finden, nicht wahr? Und ich gehe jetzt einfach mal meines Weges, pfeife ein fröhliches Lied und bin natürlich kein wütender, weißer alter Mann. Oder doch? Kann schon sein, aber darf man auch sein in diesen Zeiten, oder? Wollen Sie mir das Recht absprechen, wütend zu sein? Bei dem Scheiß, den unsere korrupte Politikerbagage hier gerade abzieht? Bei dem Mist, den Sie sagen? Bei der intoleranten Art und Weise, in der Sie mit Ungeimpften sprechen? Angeblich Ungeimpften? Mein Gott, gegen was bin ich alles geimpft? Aber danach fragt mich ja gar keiner. Die wollen wissen, ob ich denn gegen Omikron geimpft bin oder so. Ja. Mein Gott, nein, niemals. Nicht in diesem Leben. Warum auch? Solche Inhalte gibt's jetzt auf anderen Plattformen und nicht auf YouTube, weil sich meine Produktionsrichtlinien geändert haben. Okay, YouTube? Und wenn wir uns irgendwann mal unterhalten zu diesem Thema, dann denke ich, wird sich YouTube bei mir entschuldigen. Auf diesen Tag freue ich mich schon. Schönen Tag noch.